Hallo, ich bin Niklas von Outback Adventure Gear und wir sind hier auf der Adventure Southside, präsentieren den X1 und den X2. Wir sind der Europa-Importeur für die Marke Patriot Camper Australien. Wir fangen hier am besten gleich mal mit dem X1 GT an. GT steht für Grand Tourer. Und wo ich hier stehe, hier direkt im Küchenbereich. Wir sehen hier vorne gleich rechts den Gaskocher mit zwei Flammen, der hier einfach leicht reinschiebbar und rausschiebbar und in Position verriegelt. Dann haben wir hier überall Schubfächer für alles, was man braucht im Küchenbereich. Fürs Essen oder auch hier hinten für die Gewürzablage. Alles ist selbstverständlich verriegelbar, weil haben wir hier einen Offroad-Trailer, dass aus nichts rausfällt und rauskommt. Dann haben wir hier die zentrale Steuereinheit. Das ist das TVMS, das steht für Total Vehicle Management System. Hier lassen sich alle Funktionen des Trailers überwachen, wie Batterieladung, wie Einspeisestrom. Das geht über Solar, über Fahrzeugladung oder über Landstrom. Wir haben hier standardmäßig 220 Ampere Deepcycle-Batterien verbaut, die je nach Entnahme bis zu 3-4 Tage Batteriekapazität haben. Auch das wird über das TVMS angezeigt, bei welchem Verbrauchszustand, welche Reichweite die Batteriekapazität dann noch hat. Hier weiter rüber kommen wir zur Gefrier-Kühl-Kombination, 60 Liter Kapazität. Dann haben wir einen ausfahrbaren Spüle mit Warm- und Kaltwasser. Hier in diesem Modell sind die Warmwasserversorgung über ein Webasto-Diesel-Heizung geregelt. Das zeige ich euch gleich im Einzelnen nochmal. Wenn wir hier rüberkommen, das Ganze kann man selbstverständlich leicht verriegeln. Rastet immer in Position ein und ist dann perfekt verstaut für den Fahrbetrieb. Der Trailer ist komplett, ich sag mal so in den Elementarbereichen mit der Markise und das in dem Zelt raus, unter 10 Minuten. Wenn ich jetzt noch die Zusatzplan hier mit ansippe und abspanne, sag ich mal realistischerweise ist man so bei einer Viertelstunde Aufbauzeit. Der ist jetzt für 4 Personen ausgelegt und der ist auch standardmäßig mit dem Kids Room ausgestattet, sodass hier 4 Personen bequem Platz finden können. Wir haben als Kapazität Wasservorrat sind hier 155 Liter. Und das je nach Verbrauch reicht auch eine Weile, um damit entsprechend abwaschen oder duschen zu können. Autarkes Stehen, unabhängiges Reisen, das ist so Hauptfeature dieser Lösung. Es geht hauptsächlich ums Touring, dass man schnell an einem Ort campfertig aufgebaut hat und auch schnell wieder abgebaut hat, um dann entsprechend weiterfahren zu können. Hier am vorderen Bereich haben wir hier den optionalen Grill. Der ist dann auf einem Schwenkarm montiert, sich auch hier wieder optimal in Position bringen kann und alles dann entsprechend verriegelbar, dass sich auch im Fahrbetrieb nichts bewegt. Hier weiter links haben wir dann die Webasto Warmwasseraufbereitung. Das ist dieselbetrieben mit 10 Liter Tank, reicht für 20 Stunden Dauerbetrieb in etwa. Und nach Einschalten der Heizung hier habe ich nach 5 Minuten heißes Wasser. Ja. Wir haben hier das so eingestellt, dass ich hier in etwa 6 Liter Durchflussmenge habe pro Minute. Also ich kann auch hier ungefähr 25 Minuten könnt ihr entweder Dauerduschen machen oder ich habe halt ausreichend Kapazität, um recht häufig duschen zu können. Hier vorne sehen wir auch nochmal letztendlich ein Herzstück der Offroad-Fähigkeit. Das ist die DO35, das ist eine reine Offroad-Kupplung. Das ist mit einer Pin-Lösung. Das Schöne an dieser Kupplung ist aber, sie ist 360 Grad drehbar und plus und minus 90 Grad schwenkbar. Das heißt, also im richtig harten Offroad-Betrieb habe ich sehr hohe Freiheitsgrade, ohne dann letztendlich bei entsprechenden Verschränkungswinkeln die Gefahr zu laufen, die Kupplung abzuscheren. Und das wird allerdings, weil das noch eine reine australische Lösung ist, eine Adapterlösung geben für den europäischen Markt mit der gleichen Funktionalität, allerdings dann nur zugelassen für den Offroad-Betrieb.
Der X1 ist, wie gesagt, ausgelegt für 4 Personen, was entsprechende Staukapazitäten dann benötigt. Jeder weiß das mit den Kindern. Man muss mal ein bisschen mehr Zeug mitschleppen, als man eigentlich will. Und insgesamt haben wir hier 1600 Liter Stauraum. Das heißt, umgerechnet an Zuladekapazität sind das in etwa 550 Kilo an zusätzlichem Gewicht, was ich an Equipment mitnehmen kann. Wir haben hier, so wie der Trailer ist, haben wir in etwa ein Gewicht von 1100 Kilo. Dann bei voller Beladung haben wir maximal zulässiges Gewicht von 1600 Kilo. Zugfahrzeuge sind in erster Linie SUVs, Geländewagen, die eine entsprechende Anhängelast auch schultern können. Weil wir haben hier, insbesondere an dem Fahrzeug, was ich auch habe, bis 140 Kilo Stützlast. Und wir fahren im vollbeladenen Betrieb 120 Kilo in etwa Stützlast. Das heißt also, das sollte das Fahrzeug auch in der Lage sein zu handeln. Okay, hier sind wir im Herzstück des Trailers, dem Zelt, dem CS3-Zelt, ausgelegt hier für 4 Personen. Im oberen Bereich haben wir den Klappbereich mit der patentierten Leiter, und das ist schon wirklich was Spezielles. Man sieht die Robustheit der Leiter, das ist also nicht eine normale Anstellleiter, wie das in vielen Dachzelten zu finden ist, sondern das hat sehr breite Stiegen, es hat nochmal einen Handgriff und ist hier nochmal eingerastet, sodass man hier bedenkenlos auch nachts sicher rauf und runter kommen kann. Das Ganze im Tagnutzung wird dann hochgeklappt und man kann den ganzen Bereich hier dann oben rüberklappen, sodass man hier nochmal freien Zugang bekommt zu den Stauräumen. Hier unten nochmal zu dem entsprechenden Spannungswandler oder auch zu dem Staufach, was rechts noch vorne ist, wo man alle möglichen Utensilien verstauen kann. Wir haben da jetzt ein mobiles WC reingestellt. Zum Transport selbstverständlich, Benutzung dann außerhalb entsprechenden Dusch- oder Einzelzelten. Hier weiter hinten ist der Utility-Zelt oder auch Kids Room, gut für 2 Personen oder 2 Kinder, um bequem hier schlafen zu können. Überall unten auch und oben sind Ventilationsöffnungen mit Moskitonetzen, das heißt, eine gute Durchventilation gewährleistet ist, auch wenn es wirklich heiß ist, so wie heute ist auch ziemlich warm, dass hier eigentlich noch für Zelt sehr angenehmes Klima herrscht. Wir haben einen Showroom, den wir bei Pauli Allrad in Buchlohe nutzen. Das heißt also, da werden entsprechend Trailer auch zu sehen sein. Dort stehen immer Ausstellungsfahrzeuge, die man sich dort vor Ort erklären und lassen kann und anschauen kann.